Im ersten Teil der Videoreihe zu JDownloader zeige ich euch zur Einführung, wie ihr die Beta von JDownloader 2 installieren könnt. Dazu geht ihr in den Thread im JDownloader Forum. Link findet ihr in der Beschreibung. Dort könnt ihr die Beta herunterladen. Vorher ist aber wichtig, dass ihr Java installiert habt. Falls das bei euch noch nicht der Fall ist, geht ihr einfach auf den nächsten Link in der Beschreibung und könnt entweder die Online- oder Offline-Installation auswählen. Ich persönlich würde euch die Offline-Installation empfehlen. Und dort könnt ihr dann einfach dem Assistent folgen und Java installieren. Bei mir ist das schon passiert. Der nächste Schritt ist dann, die Beta herunterzuladen. Einfach hier auf den Download klicken. Es öffnet sich ein neues Browser-Tab und wir können eine Datei mit dem Namen update.zip herunterladen oder updater.zip. Und da ist sie. So, wenn die dann, die hat nur 1 MB, wenn die dann heruntergeladen ist, öffnen wir sie. Die Windows-Betriebssysteme können mit Zip von Natur aus umgehen. Ich benutze hier aber WinRAR. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, in dieser Datei befinden sich 3 Dateien. Die müssen wir in einen separaten Ordner entpacken. Ich habe hier schon einen vorbereitet auf meinem Desktop. Ich schnappe mir die 3 Dateien und ziehe die einfach hier rein und sehe schon, hier ist eine Java-Datei. Die führe ich auch gleich mit einem Doppelklick aus. Was jetzt passiert, dauert ein paar Minuten. Es werden die Dateien heruntergeladen, die zur Installation benötigt werden von JDownloader. Die werden extrahiert und dann installiert. Die ganze Prozedur könnt ihr laufen lassen. Ihr müsst dazu keine Benutzereingaben tätigen. Ich schneide sie aus dem Video raus. Wir sehen uns gleich wieder, wenn die Installation abgeschlossen ist. So, die Installation ist abgeschlossen. Wir können JDownloader direkt hier starten. Im nächsten Video erkläre ich euch dann die Elemente der Benutzeroberfläche.